Hey Emilio, was gibt's denn so Dringendes? Pass auf, ich hab die Lösung deines Problems schon. Ich hab einen Job für dich. Hey Andi. Hey, ja, echt? Super. Ja, du kannst gleich anfangen. Prima, ich hätte sogar Zeit. Gut, es geht um die Rohrleitungen bei Elzell, da gibt's ein Leck. Ist schon so gut wie repariert. Ja, das Problem ist so, dass ganz viele Rohre kaputt sind, die müssen alle repariert werden. Das klingt ja nach einem Großauftrag. Ja, allerdings deshalb pack dein Werkzeug und wir sehen uns bei Elzell. Ach übrigens, den Job hast du Emilio zu verdanken, also mach ihn gut, sonst bring ich ihn um. Jede Menge Rohre, verdammte Hacke. Super geil, oder? Super GAU, Alter. Kannst du mir mal erklären, wie ich das alleine schaffen soll? Was willst du denn jetzt? Du wolltest einen fetten Job, um Bella wieder einstellen zu können. Und da ist er. Ich weiß was. Ach komm schon, Siggi, jetzt lass mich doch nicht hängen. Wir haben den Job in 1-2 Wochen erledigt. Und ich zahle dich auch nach Tarif. Ach, du bist auch auf der Messe? Ja gut, da kann man nichts machen. Okay, ciao. Einfach unfassbar. Hat er keine Zeit. Da biete ich ihm an, bei einem Großauftrag für mich zu arbeiten und Siggi Gröwe hat keine Zeit. So, und wer ist Siggi Gröwe? Ach, es ist nur einer, der bei mir ganz unten auf der Liste steht. Ein Maurer, der mit Ach und Krach seine Lehre gemacht hat und schon morgens 10 Bier intus hat. Okay, versuchst du gerade Leute für den LCL-Auftrag ranzukriegen, ja? Ja, klar. Bisher habe ich ja auch nur eine vage Zusage von einem unzuverlässigen Klempner. Sag mal, spinnst du, vergiss diese Flasche und ruf Bella an. Weißt du, ich habe dir so eine Steilvorlage geliefert und Marlene gebeten, dir diesen Auftrag zu geben. Damit du im Endeffekt Bella einen Job anbieten kannst. Und was machst du? Du rufst sie jetzt an, sonst mache ich das. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Was kommt nicht in Frage? Dass Andi einen Job sausen lässt, weil er keine fähigen Mitarbeiter finden kann. Ich habe einen Mitarbeiter. Also vielleicht. Also mit ziemlicher Sicherheit einen zuverlässigen Klempner. Wen? Ja, wen? Freddy Schwarz. Oh Gott, also keinen. Pass auf, ich helfe. Super Idee. Du hast doch abgelehnt. Ja, aber ich würde eine Ausnahme machen. Für dich. Du, ich sag ja auch, dass es total nett von dir ist, aber wir sollten ja auch nichts überstürzen, weil ich muss halt abwägen, wer da am besten ins Team passt. Hey, Olli. Du hast doch überhaupt gar kein Team. Ja, und du solltest das überstürzen, denn der Auftrag ist wichtig. Ja, also lass uns doch einfach loslegen. Was ist überhaupt dein Problem? Ich habe mir das halt nochmal genau überlegt und ich finde einfach, es läuft gerade so gut zwischen uns. Einfach freundschaftlich, harmonisch. Und wenn wir zusammenarbeiten, dann ist das keine gute Idee. Das führt doch nur zu irgendwelchen Verwicklungen. Andi, das ist doch jetzt vollkommen egal. Du hast einen Haufen Schulden, ja? Der Gerichtsvollzieher grüßt dich schon im Supermarkt. Du kannst den Auftrag jetzt nicht ablehnen. Ja gut, auf Stress mit dir habe ich auch keinen Bock. Du bist ja schlimmer als jeder Gerichtsvollzieher. Und außerdem bist du doch fest eingestellt bei Brandenburg. Ach komm, das ist doch egal. Ich nehme mir halt mal einen Tag frei. Pass mal auf, ich finde die Lösung ganz gut. Ihr könnt es ja mal einen Tag probieren und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Meine Güte, aber denk mal an das Geld. Und deine Schulden bei Tristan. Ja, danke, dass du mich auch noch daran erinnerst. Jetzt macht die Arbeit gleich doppelt Spaß. Oh, wir haben noch nicht mal angefangen. Marlene. Die möchte bestimmt wissen, wann es losgeht. Hey Marlene, na, was gibt's denn? Was denn, heute schon? Ja, ich meine, nein. Ich habe gedacht, das hätte noch ein bisschen Zeit. Ja, jetzt erinnere ich mich auch. Du hattest irgendwas von dringend angedeutet. Ja, klar kann ich heute anfangen, natürlich. Ich bringe dann auch am besten noch einen von meinen Mitarbeitern mit, wenn das so eilig ist. Gut, bis gleich. Hättest sagen sollen, einen von deinen zahlreichen Mitarbeitern, ne? Hey, wir arbeiten nur dieses eine Mal zusammen, da ist nichts dabei. Natürlich nicht. Komm schon. Andi findet Rohre und ich helfe ihm dabei. Oh Gott, du weißt, was ich meine. Ich kann ihn da auch nicht einfach hängen lassen. Also im Stich lassen und hör auf zu lachen. Aber schmunzeln darf ich schon. Nein. Ich freue mich doch nur, dass eure blöde Freundschaftsauszeit endlich vorbei ist. Mir ist schon klar, dass Arbeiten nichts mit Freundschaft oder Liebe zu tun hat. Ja, du hast schon mal gehört, dass es Liebe am Arbeitsplatz gibt. Wir hatten unsere Chance, wir haben sie beide nicht genutzt. End of story. Na toll, und wie alt bist du jetzt? 85? Und erzähl mir nicht, dass du nichts mehr von Andi willst. Na also, fass ich jetzt mal zusammen. Du willst was von Andi. Ein kleines bisschen. Er steht auf dich. Ihr seid beide Singles. Zugegebenermaßen blöde Singles, aber Singles. Moment mal. Andi ist kein Single, er hat diese Nina. Ach, diese Nina, das ist doch nichts Richtiges. Die ist für zwischendurch. Zwischendurch? Ja, das ist nichts Ernstes. Mit der hat er Spaß. Nicht so richtig Spaß, also wartet ja auf dich. Du bist der Hauptgewinn. Ach, Mann,
Bella, du machst mir heute wirklich nicht leicht. Wir arbeiten dieses eine Mal. Das war's. Ja, klar. Wir arbeiten doch nur zusammen. Warum machst du dann solche Andeutungen? Wieso? Ich hab doch nur laut gedacht und ich hab gar nichts gesagt. Na, dann denk mal leiser. Du glaubst gar nicht, wie mich das nervt. Ich will nichts von ihr und sie will nichts von mir. Ach ja, und was ist mit dem Brief, den Bella dir geschrieben hat? Ach, den hat Jessica sich doch aus diesen ganzen Horoskopen zusammengereimt. Sicher? Ja, wo ist denn dieser Brief? Ist er vielleicht auf dem Postweg verloren gegangen? Ich hab ihn jedenfalls nicht. Gott, wieso bist du so aggressiv? Ich bin nicht aggressiv. Wir arbeiten halt zusammen und das nicht das erste Mal. Danach arbeitet Bella wieder bei Brandlerbau und fertig aus. Naja, also, wenn du mich fragst... Wolltest du jetzt schon wieder laut denken? Mein Gott, warum bist du so aggressiv? Ich bin nicht aggressiv. Ja gut, ich wollte auch nichts sagen. Ja, dann ist ja gut. Ja. Ich hätte besser gucken können. Es war meine Schuld. Okay, dann war es deine Schuld. Ja, komm, ich zeig dir mal den Plan. Ja. Kannst du dir eine bessere Übersicht machen? Oh, das sind aber ganz schön viele Rohre. Ja, wir müssen uns echt ranhalten. Aber mach dir keine Gedanken. Ich besorg schon noch mehr Mitarbeiter. Ich mach mir keine Gedanken. Gut, dann besorge ich mal den Rest. Ja, ich muss mich auch ranhalten. Die Zeit drängt. Getan? Nein, alles in Ordnung. Lass mich doch wenigstens mal gucken, nicht, dass es blutet. Das ist schon in Ordnung, bestimmt nur ein Kratzer. Es müssen auch die blöden Rohre hier rumliegen. Das war deine Schuld, schon vergessen? Können wir jetzt weitermachen? Von mir aus. Gut. Rohrzange. Leuchte hier mal hin. Ich glaube, da klemmt irgendwas. Näher. Noch näher. Ach, Mann, so geht das nicht. Ja, dann leuchte halt selbst. Ich meine ja auch, mehr mit unserem Abstand halten. Auf der Arbeit funktioniert das nicht. Weißt du, was auch nicht funktioniert? Dass du mich hier ständig nur als deinen Handlanger benutzt. Gib mir mal das, leuchte mal hierher. Mein Gott, dann kannst du auch gleich Maximilian nehmen. Der quengelt auch wenigstens nicht so rum wie du. Pass mal auf, du bist doch bloß sauer, dass du dieses Rohr da nicht rauskriegst. Das wollen wir doch mal sehen. Au! Oh. Ja, nur nicht bewegen. Es würde nur eine kleine Beule werden. Ja, ist auch sehr witzig. Hättest du hier richtig hingeleuchtet, wäre das gar nicht passiert. Oh, klar. Jetzt ist es wieder meine Schuld. Pass mal auf, wenn du irgendwie Ärger haben willst. Wie schaffst du es eigentlich immer, mich so in den Wahnsinn zu treiben? Ich weiß eben, welche Knöpfe man drücken muss. Ja, wie machen wir denn dann weiter? Bist du jetzt mal mein Handlanger? Oh nein, das geht nicht. Ich glaube, ich bin dafür zu überqualifiziert. Oh. Aber ich habe einen besseren Vorschlag. Wie wäre es, wenn wir jetzt einfach professionell arbeiten und wir vergessen diesen ganzen Abstandhaltequatsch? Gut, war eh deine Idee. Ach, deine Idee, meine Idee, ist auch völlig egal. Wie wär's, wenn du vielleicht in einem anderen Raum anfängst? Dann kann der eine dem anderen nicht mehr so über die Schulter gucken und du kannst endlich wieder selbstständig arbeiten. Mhm. Die erste gute Idee heute. So machen wir das. Na, haben wir uns das verdient? Oder verdient? Dann ist alles gut gelaufen bei euch? Super, wir haben ganz viel geschafft. Auf die Zusammenarbeit. Und es gab keine zwischenmenschlichen Probleme? Ach, keine Spur. Sowas nennt man wohl Profis. Mhm. Absolut. Ein Vorarbeiter. Ja? Die Arbeit hatte ich doch schon erledigt. Genau, und ich hätte mir heute den Tag freigenommen. Wie, wofür? Und sag nicht meinen Namen. Das waren private Gründe. Oh. Okay. Und? Ich habe
eine Abmahnung kassiert. Das kann er doch nicht bringen. Kann er doch? Mit welcher Begründung? Unangemeldeter Nebenjob. Er hat mitgekriegt, dass ich für dich gearbeitet habe heute. Der Tag lief ja eigentlich ganz gut. Wenn du willst, kannst du für mich arbeiten. Also, so gesehen, als meine rechte Hand. In verschiedenen Stockwerken oder Räumen, wenn du willst. Habe ich Bedenkzeit? So gut wie keine. Naja, so viel vielleicht. Okay.